meine Lieben, diesen Sonntag sind ja Bundestagswahlen und ich habe mir überlegt, was kann ich für ein Video machen zu diesem Thema. Und ich hatte eins hochgeladen, habe ich mittlerweile wieder runtergenommen und ich wollte noch eins machen, das nicht ganz so spezifisch ist, sondern eher zum Thema Zukunft und was wir in der Hand haben. Und deswegen gibt es jetzt ein Video zum Thema Zukunft, was nicht nur auf die Wahl bezogen ist, aber natürlich auch. Und ich hoffe, wenn ihr wählen könnt, dann geht wählen. Und wenn ihr nicht wählen könnt, dann sprecht trotzdem mit Leuten, die wählen können, darüber, was eure Ansichten sind. Und was ihr für richtig haltet. Und was ihr gerne in Zukunft für eine Welt hättet. Wie eben schon angesprochen, das Thema Zukunft kann man auf viele verschiedene Weisen betrachten. Sei es nun die persönliche Zukunft, privat oder Karriere betreffend, oder sei es die Welt, Politik oder eben die Umwelt. Aber das Allerwichtigste zur Zukunft finde ich zu sagen, egal auf welchen Bereich oder zu welchem Bereich, ist, dass wir sie in der Hand haben. Du hast deine eigene Zukunft in der Hand, natürlich, aber du hast auch die Zukunft der Welt in der Hand. Und in Deutschland können wir Bürger noch ein bisschen mehr mitentscheiden als in manch anderen Ländern. Und das ist ein so großer Vorteil. Und das ist eigentlich ich will nicht Luxus sagen, weil es sollte normal sein, aber das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Mit dieser Möglichkeit kommt natürlich auch eine große Verantwortung, die wir bestmöglichst nutzen sollten. Erst einmal sollte man sich ja immer über die aktuelle Situation bewusst sein. Und ich spreche jetzt wirklich allgemein, nicht nur über Politik, wirklich auch für deine persönliche Zukunft. Sei dir über deine aktuelle Situation bewusst und schau, was möchte ich ändern oder wie kann ich es ändern, dass es in Zukunft besser mache. Weil Zukunft hängt natürlich auch immer von der Gegenwart ab und die Gegenwart von der Vergangenheit. Also das spielt alles miteinander. Dass man nicht in die Vergangenheit blicken soll, ist ja klar. Aber die hat nun mal deine Gegenwart geformt. Und eigentlich kannst du nur jetzt agieren, um dann in Zukunft irgendwann etwas blühen zu sehen. So eine Verantwortung so gut wie möglich zu nutzen, heißt natürlich, so moralisch und gewissenhaft wie möglich zu handeln. Und das, ich will nicht sagen, ist bei den wenigsten der Fall, aber ich glaube, viele handeln ziemlich egoistisch, was vielleicht auch in gewisser Weise menschlich ist, aber ich würde mir so wünschen, dass es abgelegt wird oder dass diese Leute das ablegen, nur für sich zu denken oder für, weiß ich nicht, ihr Land oder als wäre jeder einzeln und als wären wir nicht eine Menge, eine Masse. Und ja, wir sind alles Erdlinge. Das ist letztendlich ein Wort aus dem Film Earthlings. Da geht es um Tierhaltung und so. Aber das ist eigentlich auch wieder eine gute Überleitung. Selbst Tiere müssen da einbezogen werden. Warum denken wir so egoistisch und immer nur an uns Menschen? Und nicht auch an das Tierwohl, wenn wir eine Entscheidung treffen, sei es nun jetzt eine politische zum Beispiel. Und wenn ich mir jetzt gerade die Politik ansehe, dann sehe ich doch sehr stark, dass viele Menschen noch Linien oder Unterschiede ziehen zwischen Menschengruppen, Kulturen, Hautfarben, und nicht diese Einheit eben sehen und auch nicht wollen. Und das finde ich so schade. Weil wenn wir alle viel mehr miteinander, also wenn wir alle zusammenhalten würden, dann wäre diese Welt ein so viel besserer Platz. Und wir könnten so viel schaffen, so viel Gutes schaffen, so viel schneller vorankommen. Aber es gibt immer Leute, die diesen Fortschritt aufhalten. Leider. Wenn man die Wahl zwischen irgendwas hat, dann sollte man nicht nur an sich, sondern an alle anderen denken. Und das mag für manchen normal scheinen. Ja. Für manche, die hören das zum ersten Mal und denken sich so, hä, es geht auch hier um mich. Ich will jetzt mal die AfD, nur mal um zu gucken, wie es ist. Ich habe neulich mit meinem Freund abends noch Chef's Table geguckt. Das ist so eine Serie auf Netflix, da geht es um Köche.
ja, Sterneküche oder total gute Köche eben. Und ich war wirklich so halb im Einschlafen. Und mein Freund meinte so, wir können auch noch reden. Und ich so, ich wollte irgendwas finden zum Reden. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, wenn alle, ich glaube, ich habe gesagt, ich wünschte, alle würden das machen oder arbeiten, was sie lieben. Weil wenn alle das machen würden, wäre die Welt ein besserer Platz. Und ich glaube, das ist wirklich so, weil zu viele Leute denken, wenn es um ihre Zukunft geht oder was sie machen möchten. Gerade jetzt, wir in unserem Alter, sind ja viele Türen offen oder geschlossen, je nachdem. Also wir gehen durch neue. Da wird oft, und das ist irgendwie so komisch und traurig, irgendwie schon an Geld gedacht. Ach, vieles geht um Geld oder um, weiß ich nicht, wie dich andere sehen oder was dir wirklich was bringt, bla bla bla. Aber wenn jeder machen würde, was er liebt, dann wäre die Welt so viel schöner. Alle, wirklich so viele Leute wären glücklich. Also stellt euch das mal vor. Was würde ich machen, wenn ich glücklich bin? Wäre also eigentlich genau das, was ich mache. Ich bin auf einem guten Pfad, aber so viele Leute lassen sich nicht in dieses Konzept von irgendwie Ausbildung oder Studiengang reinpressen, weil sie kein richtiges Interesse in dem Sinn haben. Aber jeder hat ja irgendwie ein Hobby oder was, was er gern macht. Und wenn jeder dem nachgehen könnte, das wäre so schön. Aber leider, leider ist unsere Gesellschaft sehr, ja, man könnte fast sagen, in diesem Sinne negativ konnotiert, zukunftsorientiert. Es soll immer weiter nach vorne gehen und immer schneller. Leute arbeiten hier alle 40 Stunden, haben Depressionen, Burnout und was nicht alles, nur damit ja, dieser Fortschritt entsteht. Und klar, hätten unsere Eltern, unsere Großeltern nicht so hart gearbeitet, würden wir jetzt nicht in so einem Wohlstand leben. Aber es reicht doch auch irgendwie. So, warum brauchen wir immer mehr? Wir leben in so einer Überflussgesellschaft und wenn alles so weitergeht, dann bricht alles zusammen. Die Umwelt, die Menschen, die Politik, was weiß ich was. Alles bricht zusammen, weil es einfach nicht so weitergeht. Und ich frage mich, wann der Punkt kommt, an dem das endlich alle begreifen. Das Video soll hier mehr so ein offenes Gespräch sein. Ich habe mir jetzt auch nicht wirklich, weiß ich nicht, es ist nicht so ein festes Thema, wo man einem was sagen kann, sondern es ist einfach so ein, was mir im Kopf rumgeht, Ding. Und wenn ihr irgendwelche Gedanken zum Thema Zukunft habt, die wirklich nur mit dem, es ist einfach eigentlich ein Wort, das ist wie so eine Mindmap. In der Mitte steht das Wort Zukunft. Und es gibt so viel dazu zu sagen, alles ist hier rum aufgeschrieben oder verästet. Und ich pick mir jetzt nur ein paar Sachen raus, die mir jetzt gerade so einfallen und über die ich reden möchte. Aber ihr habt da vielleicht ganz andere Gedanken, deswegen teilt sie gerne in den Kommentaren mit mir. Was ich aber auch auf jeden Fall noch sagen möchte, man muss keine Angst vor der Zukunft haben und man sollte keine Angst vor der Zukunft haben. Jemand hatte mich das jetzt mal in der Q&A gefragt und ich einfach so, also, hast du Angst vor der Zukunft? Und ich so, nö. Und da hat mich jemand in den Kommentaren für gelobt, dass ich gesagt habe, nö. Aber sollten wir alle rangehen? Hast du Angst vor der Zukunft? Nö, habe ich nicht, weil alles wird gut. Ich habe das selbst in der Hand. Das Schicksal, es gibt zwar Schicksal, ich glaube auch an Schicksal. Aber ich glaube auch an Karma. Aber wenn ich ein guter Mensch bin, hart arbeite und das mache, was ich liebe, dann wird alles gut werden. Und das ist wieder so ein Zusammenhalt-Ding. Wenn jeder Mensch so rangehen würde, ich wäre so glücklich. Aber leider gibt es immer so ein paar. Und was ich auch oft sage, so das Negative oder das Böse oder wie auch immer, ist oft lauter. Leider. Warum? Also wir Gutmenschen. Und Gutmenschen ist auch so oft in so einem negativen Kontext verwendet oder so negativ konnotiert bei Leuten. Ich so, was ist das Schlechte an einem Gutmensch, außer dass er ein guter, lieber Mensch ist. Tja, ehe ich mich jetzt hier noch weiter irgendwie verplapper oder so, beende ich das Video jetzt hier. Es soll euch nochmal so ein kleiner Impuls sein. Seid euch bewusst, dass ihr euer Leben, eure Zukunft und auch die Zukunft von der Welt in der Hand habt. Und wenn viele Leute das Richtige machen, dann kommt auch, dann wird das Richtige auch gewinnen. Und deswegen geht raus, macht mit, geht wählen oder beteiligt euch einfach
auch wenn es jetzt nicht die Wahl ist. Es gibt ja tausend Dinge im Alltag, bei denen man einfach was machen kann, um vorwärts zu kommen. Um alles ein kleines Stück besser zu machen. Mal die Plastiktüte im Supermarkt nicht nehmen oder ja, mal das Licht ausschalten. So eine kleine Sache. Und die sind am Ende was Großes, die uns in den kommenden Jahren viel, viel bringen. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, eure Gedanken gerne in die Kommentare. Oder ihr könnt mit mir auch bei Instagram und Snapchat und so weiter kommunizieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video am Sonntag, wenn die Bundestagswahl ist. Bis dahin. Tschüss.